Öffentlichkeit ist essentiell für die Demokratie. Es braucht sie, damit Diskurse sich entfalten können. Über die Medien werden Meinungen in der Öffentlichkeit verbreitet und Debatten angestoßen. Unsere Vision ist es, Diskurse als Landkarte dreidimensional zu zeigen. Wir haben auf empirischer Basis Grundlagen für ein dynamisches Framework entwickelt, mit dem wir Diskurse analysieren und beschreiben möchten. Dazu haben wir Methoden der quantitativen Korpuslinguistik und der qualitativen Diskursanalyse verbunden. In unserem Projekt Gefühlte Realitäten, konstruierte Wirklichkeiten beleuchten wir exemplarisch den Schweizer Europadiskurs. Wir haben umfangreiche Sprachdaten gesammelt, um die Debatten über die Schweiz und Europa abzubilden. Dazu gehören mündliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch Texte aus den Schweizer Medien und ganz sicher auch die Parlamentsdebatte. Die Daten haben wir computergestützt analysiert, damit wir zum Beispiel Emotionalisierung oder eben auch Komplexität der Sprache messen können. Mit qualitativen und quantitativen Methoden gelingt uns ein besseres Verständnis von öffentlichen Diskursen. Damit legen wir den Grundstein für ein dynamisches Modell, das in Zukunft auch für andere thematische Diskurse eingesetzt werden kann.